Die Bundesregierung hat eine Bankenabgabe vorgeschlagen, um die Finanzindustrie an den Kosten der Finanzkrise zu beteiligen. Wäre dieser Vorschlag vor 4 Jahren, also vor der Finanzkrise, gekommen, hätten wir den vorbehaltlos unterstützt. Jetzt nach der Krise, im Lichte von gigantischen Kosten, um die Banken zu retten, um die Konjunktur anzukurbeln, müssen wir aber feststellen, dass der Vorschlag einer Bankenabgabe hoffnungslos hinter dem zurückbleibt, was tatsächlich notwendig ist. Und dies aus mehreren Gründen. Erstens, das Aufkommen dieser Bankenabgabe ist viel zu gering. Nach Plänen der Bundesregierung sollen pro Jahr 1,2 Milliarden Euro in einen Fonds eingezahlt werden, der dann für 10 Jahre lang aufgefüllt wird. Insgesamt also würden über 10 Jahre 12 Milliarden Euro zusammenkommen. Wenn man sich jetzt ansieht, was die Bankenrettung gekostet hat, allein für die Commerzbank wurden über 18 Milliarden Euro benötigt, dann stellt man fest, dass diese Summe in keinem Fall ausreichen wird, wenn es zu weiteren Bankenpleiten oder gar zu einer großen Krise kommen würde. Zweitens, da die Summe in einen Fonds für zukünftige Krisen eingezahlt wird, trägt sie in keiner Weise dazu bei, die Lasten der gegenwärtigen Krise und ihrer Folgen zu bezahlen. Aus diesem Grunde ist es in Wirklichkeit kein Beitrag, die Finanzindustrie heranzuziehen, die Krisenlasten zu finanzieren. Drittens, schließlich besteht das Risiko, dass die Banken die Abgabe überwälzen werden an ihre Kunden und letztendlich dann sie, die Hauptverantwortlichen der Krise, nicht dazu beitragen, die Krisenlasten selbst zukünftiger Krisen zu tragen. Und viertens, schließlich hat diese Bankenabgabe keinerlei regulatorische Wirkung. Im Gegenteil, man muss sogar befürchten, dass das sogenannte Moral Hazard Problem zunimmt, also das Problem, dass die Banken sich sagen, im Fall eines Crashs werde ich sowieso herausgehauen und deswegen weiterhin risikoreiche Geschäfte machen werden.